Ich finde es einfach schön, wenn die Leute dann auch mal ein bisschen mehr das Käthchen sehen. Als wir da von der Zielgeraden rausgelaufen sind, wie die vier Musketiere. Ja. Der eindrucksvollste war auf jeden Fall der Trolley und wir durften den Startschuss geben. Bei solchen Momenten merkt man einfach, warum man das Käthchenamt gern macht. Ich hatte schon immer eine sehr starke Verbindung zu Heilbronn. Ja, für mich war es tatsächlich immer so ein Kindheitstraum und für mich waren die Käthchen schon von früh auf präsent. Und wenn ich jetzt, wann dann? Das war ein total schöner Abend, unsere Käthchenwahl. Und es war noch so ein bisschen der Zauber in der Luft von der Käthchenwahl. Ach, da ist das Käthchen. Also ich habe da total positive Assoziationen. Ich fand es eigentlich schön mit der Buga, weil es ist halt wirklich was Einzigartiges. Und wir waren mit dabei. Die Quintessenz von den zwei Jahren waren die Begegnungen im Kleinen. Wir waren einfach alle so herzlich. Man übernimmt jetzt das Käthchenamt, dass man gar nicht weiß, was einem dazukommt. Dass wir zu den ersten Terminen ja immer begleitet worden sind, dass wir da nie alleine waren. Mal, wenn es irgendwo ein Problem gab, dann war direkt jemand da, der dann geholfen hat. Du hast ja jetzt schon das Alter angesprochen, 17 bis 23. Das ist schon eine Challenge, Arbeit, Studium, Privatleben und noch das Käthchenamt unter einen Hut zu bekommen. Man kann das ja alles planen. Wir sind ja zu viert und das hat einfach wahnsinnig geholfen. Für mich war noch so ein besonderes Highlight, dass wir unsere neue Käthchenkleider bekommen haben. Und ich finde halt auch besonders schön, dass es dann auch wirklich mit der Schule gemacht wurde. Ich finde das neue Kleid sehr schön. Generell muss man ja sagen, Heilbronn hat sich total entwickelt in den zwei Jahren, aber ich würde auch sagen, das Käthchenamt hat sich weiterentwickelt. Wir haben die neuen Kleider bekommen. Wir haben jetzt den Käthchen-Weihnachtsmarkt. Käthchen-Weihnachtsmarkt, okay, der gehört nach Heilbronn. Du fühlst dich wohl in der Rolle und du wächst auf jeden Fall rein. Ja, man ist auch einfach persönlich gewachsen. Man geht da jetzt mit so einem Selbstbewusstsein rein. Und ich merke auch selber, wie ich mich in den letzten Monaten bzw. zwei Jahren entwickelt habe. Und das ist auf jeden Fall ein krasser Sprung. Das Käthchen-Dasein gibt einem da so einen Push und so einen Groove und so viel Selbstvertrauen auch nochmal. Die Käthchen-Familie, wir sehen die Ehemaligen, können uns austauschen. Das ist immer so ein Termin, da freut man sich einfach drauf. Man sieht eben die ehemaligen Käthchen wieder und die Neuen lernen dann quasi die Ehemaligen kennen. Und das ist einfach ein spaßiger Abend und wir sind so eine riesige, große Familie und das finde ich ganz schön. Wir sagen ja immer einmal Käthchen, immer Käthchen. Und das macht einen auch so ein bisschen stolz. Und wenn man dann tatsächlich interessiert ist am Käthchenamt, dann ist ja welcher Prozess nochmal? Also angefangen hat alles wie bei uns ja mit dem Infoabend. Der ist ja dieses Jahr am 24. Januar um 18.30 Uhr. Und da kann man sich ja dann auch nochmal mit den aktuellen Käthchen, also mit uns austauschen, wie das Ganze dann abläuft. Dann, wenn man Interesse hat und seine Bewerbung eingereicht hat, gibt es am... Am 8.3. gibt es dann die Stadtführung mit uns, wo man dann einfach mal das so ein bisschen kennenlernt, wie läuft so eine Stadtführung ab. Dann gibt es den schriftlichen Test am 24. März. Gibt es insgesamt 70 Fragen und davon kommen dann die 6 Besten zum Wahlabend, der wann stattfindet? Der findet am 24.4. statt und ist unter der Pyramide bei der Kreissparkasse Heilbronn. Wenn es dann wirklich mal auch Fragen gibt, denke ich, dass wir alle da auch bereit sind, gerne über unsere Facebook-Seite zum Beispiel einfach Fragen zu beantworten, wenn sich jemand nicht traut. Ganz wichtig, dass man einfach weiß, da ist jemand im Hintergrund, der einen überall unterstützt. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, ist da immer jemand da. Aber ich denke, so eine wichtige Eigenschaft ist oder hat man schon erfüllt, wenn man einfach den Mut hat, sich für das Käthchenamt zu bewerben. Aber ich glaube, das Wichtigste, was man zukünftigen Bewerberinnen auch mitgeben kann, ist einfach, bleibt ihr selbst, verstellt euch nicht und dann wird ihr das schon rocken. Ja, oh meine Freunde, dieses Käthchen von Heilbronn. Das ist einfach schön.